Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zurück zu Let's Play Metro 2033 in der Redox-Version, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Hier unten, wo es ziemlich ekelhaft ist. Geh weg. Geh weg. Wie sieht es damit aus? Oh, meine ganze Scheiße hier weg, ey. Alter, ich habe gar nicht mehr genug Munition, um all diese Dinger jetzt kaputt zu schießen eigentlich. Das ist nichts. Da ist so eins. Okay, hier den Filter tauschen. Ordnung. Lass uns die Wände rot anmalen. Jo, da ist wieder ein motivierter Typ. So. Du gehst auch überhaupt nicht irgendwie so quer da durch, so platsch. Also, ich war schon an vielen Orten und habe viel Scheiße gesehen. Aber das hier. Ja, das ist halt wirklich. Das ist halt. Das ist halt echt einfach auch ekelhaft. Diese Geräusche. Hier ist die Treppe. Artyom, ich möchte dich nicht anlügen. Ich habe jetzt Angst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wenn der Typ das schon sagt, ne, dann ist es kein gutes Zeichen. Beeilen wir uns, zum Bunker zu kommen. Der Anblick macht mich krank. Soll ich hier mal vielleicht die Tür zumachen? Nein, okay, danke. Alter. Wo ist der Hebel? Aha. Ich wusste, ihr schafft es. Oberst, das System ist automatisch. Geben Sie den Befehl ein. Leichter gesagt als getan, dass das so chaotisch hier ist. Okay. Reaktor Starter. 1, 2, 3, 4. Sieht einfach aus. Idiotensicher gebaut. Betten wir zu Gott, dass es funktioniert. Oberst, alles ist gut. Wir haben jetzt ein Viertel Energie. Wir brauchen volle Ladung. Weitermachen. Verdammt! Naja, besser kriegen wir es wohl nicht hin. Dann los! Zweiter! Der blockiert. Was zum Teufel war das? Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch. Das wird ja jede Minute schlimmer. Klasse. Manuelles Aktivierungssystem. Hydraulik. Verdammt. Artyom? Du glaubst nicht, was du jetzt tun musst. Oh nein. Siehst du den Kran an der Decke? Nein. Geh in die Kabine. Mit diesem Notmechanismus können wir die Brennstäbe anheben. Versuche, dorthin zu kommen. Oh, komm, während ich unseren Freund ablenke. Okay, auf geht's. Jetzt oder nie! Na gut. Bin unterwegs. Hochklettern. Aua! Oh, Alter. Das aber wie? So, okay. Ich sitze. Und ich soll jetzt manuell diese Brennstäbe bewegen, oder was ist los? Okay. Ich wollte gerade sagen, es müsste ja... Alter. Ja, was soll ich jetzt tun? Achtung, Brennstab wird entfernt. Halbe Kraft. Alter. Ich kann halt irgendwie nichts machen, ne? Außer mich hier so ein bisschen beeilen. Ja. Okay. Kontaktzone. Ja, dann mach mal. Kontaktzone erreicht. Dann mach mal. Hallo. Will er nicht. Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. Ich bin, glaube ich, tot. Oder ich sterbe gerade. Ja, ich sterbe gerade.
weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe oder was? Kontaktzone erreicht. Kontaktzone erreicht. Kontaktzone. Kontaktzone erreicht. Ja. Darf ich jetzt? Brennstab wird entfernt. Ja, ich bin tot. 100% geht. Sag ich ja. Bitter! Hä? Ich weiß aber, wenn ich jetzt nicht, das Geräusch eines heimlichen Mordes kannst du nur über kurze Entfernung im Gegensatz, okay. Okay, versuchen wir es irgendwie nochmal. Das war jetzt irgendwie eine Szene. Ich weiß halt nicht, wie ich da irgendwie was gegen machen kann, dass ich da nicht sterbe. Wenn ich ehrlich bin. Außer mich halt beeilen. So. Ja. Ja, fahr bitte runter. Achtung, Brennstab wird entfernt. In der Theorie, ne? Müsste das ja so funktionieren. Alter. Kontaktzone erreicht. So. Achtung, Brennstab wird entfernt. Okay, und wieder hier rüber. Da warst du schon mal schräg rüber. Alter. Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. Nice. 100%. Gebt mir eine Minute. Ich geb dir keine Sekunde, Mann. Drücke E, um den Kran zu verlassen. Das machen wir auch mal schnell. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht so weit rennen. So. Verdammt. Servus. So ein Mist, dass wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Ich weiß auch, wenn ich ehrlich bin, was ist denn das? Also wirklich, jetzt mal. Das ist irgendwie so ein Globberviech, was uns abschießen konnte. Klasse. Und dazu soll ich mal meinen Stiefvater erzählen, weißt du? Dieser Aufzug führt direkt zur Station. Alles läuft und ist unter Kontrolle. Ich weiß noch nicht, für wie lange. Kommen Sie zum Ausgangspunkt zurück. Ullmann wartet dort mit einem Geschenk. Oh, bitte lass es Munition sein. Schauert. Oder ein Panzer. Unser Erbe. Unsere Zukunft. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wie Ratten leben. Alter. Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern, damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie... Ja. Das glaube ich noch nicht. Da kann ich noch nicht so ganz dran glauben. Sag mal, wir sind ja nicht wegen der Mutanten hier runter. Ist es leicht, Superman zu sein? Zur Hölle mit ihren Scherzen. Sie hätten sehen müssen, was da unten lebt. Also, Artyom und ich gehen zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bieten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Okay. Ich nehme das hier mal mit. Ich weiß nicht, was es ist. Nur ich nehme es einfach mal mit. Bringt ja nichts. So, tschüss, ne. Nicht noch zufällig irgendwie Munition oder so? Rettest du Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Das ja sowieso. Das ist doch sowieso immer so. Miller und ich verließen den Zug.
und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Rostam-Kino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Ach so. Frechheit. Immer diese Verkehrsraudis hier in Moskau. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Okay. Auch diese Situation kennen wir bereits. Ruhig bleiben. Letztes Mal hatten wir nur Munition. Wenn ich das mal kurz sagen darf. Die haben wir diesmal nicht. Seite, Jungs. Scheiße, Feuer frei. Aua. Okay, hilft ja nichts. Wir wissen ja sowieso, was passiert, aber wir wissen nicht, wie es danach weitergeht. Ah, Leute. Als würde das verdammte Schicksal wissen, dass wir ziemlich fies sein wollen zu ihm. Alter Vater. Oh, nee. Oh, nö. Ich hatte gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht so ein bisschen die Zukunft ändern können. Dass genau das nicht passiert. Aua. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war's. Alter. Bist du in Ordnung, Artyom? Ja, gerade so. Der hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Tod zu erreichen. Alter. Wir nach, Artyom. Bleibe bloß nicht stehen. Von links! Von rechts! Moment! Ich hab grad einen Fehler gemacht. Ja, ich hab. Los geht's! Ich hab keinen Fehler gemacht! Ich hab nur endlich AK gefunden! Entschuldigung! Das nennt sich zwar Bug-Using, aber. Nee, sorry! Nee, das kann ich nicht durchziehen. Das kann ich nicht machen. Es tut mir leid, das kann ich einfach nicht machen. Ich kann hier nicht mit einer AK rumlaufen, die einfach unendlich viel Schuss hat. Das geht einfach nicht. Ja, Moment. Ja, sorry. Es tut mir leid, aber das musste ich jetzt dann doch nochmal kurz geben. Das war natürlich jetzt, nennt sich Qualität. Okay. Oh shit. Schnell! Raus hier! Los! Ja, oder lieber rein da. Da. Alles klar! Los! Okay, hab keine Munition mehr hierfür. Adios! Schau dir mal diesen Raum an! Fast geschafft! Bruder! Das wird eine Geschichte. Das wird keine Geschichte. Verdammt nochmal, das ist... Wir können echt froh sein, wenn wir den Scheiß hier überleben. Kollege Schnürschuh. Da können wir doch froh drauf sein. Alter. Hier ist nicht mehr als nur ein paar Schuss, weißt du. Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken auf. Das sowieso. Aber ich glaube, die Viecher mögen Scheiße. Alles klar! Los! Okay. Alter Vater. Und jetzt leise. Los,
Okay. Suchen wir uns einen Weg nach oben. Hier entlang. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Und da ich das tatsächlich glaube, bin ich jetzt einfach mal ein Arsch und mache jetzt hier einen Schnitt und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, meine lieben Damen und Herren. Sag aber, dass wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Metro 2033. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Tschüss.